Die Radio Hamburg News Show. Die witzigsten Nachrichten der Stadt. Mit Olli Hansen, Jessica Burmeister und Peter von Rumpold. Guten Tag. Es gibt Corona-bedingt immer noch enorme Lieferschwierigkeiten bei bestimmten Konsumgütern. Ob die Weihnachtsgeschenke dieses Jahr vollständig unterm Baum liegen, bleibt bei den höchst komplizierten weltweiten Handelsgeflechten abzuwarten. Insbesondere Fahrradläden haben Probleme. Selbst bei deutschen Edelmanufakturen ist dann doch nicht alles made in Germany. Oder Olli Hansen? Das scheint so zu sein, Peter. Lasse Feldmann ist 43 Jahre alt und hat sich das Citybike Traveller 700S der Edelschmiede Viva la Velo für 2.500 Scheine gegönnt. Mobilitätswende hat er Bock drauf, will damit künftig klimaneutral zur Arbeit fahren. Jetzt wird er dauernd vom Händler vertröstet, weil sich rausgestellt hat, dass nur der Rahmen und die Felgen in Deutschland gefertigt werden. Insofern steht hier nur ein Radskelett. Die Bremsen kommen aus Indonesien, der Sattel aus Taiwan, der Gepäckträger aus Bulgarien, die Beleuchtung aus Litauen und die Bereifung aus China. Gestern kamen immerhin schon die Speichenreflektoren aus Belarus und zwei Bautenzüge aus Aserbaidschan hier an. Bitte? Waren die falschen? Ach du Elend. Jetzt nochmal 3 bis 4 Monate Lieferzeit? Oh Mann. Gott, der Arme. Peter, bei Spülmaschinen ganz ähnliches Bild. Meine Mutter hatte sich eine neue bestellt, die alte war Schrott. Jetzt hängen die Geschirrkörbe in Shanghai fest, die Verschraubung für das Fach vom Spülsalz in Nicaragua und der Ablaufschlauch wartet zusammen mit Lasses Speichen im Hafen von Haiphong in Vietnam auf die Weiterreise. Lass so machen, Peter, wenn das Citybike von Lasse Feldmann noch vor seinem 67. Geburtstag komplett ist und er doch noch wenigstens eine Woche zur Arbeit radeln kann, bevor er in Rente geht, melde ich mich noch morgen. Habt ihr das exklusiv, okay? Ja, wir drücken Daumen. Vielen Dank, Olli Hansen. Kurznachrichten mit Jessica Burmeister. Kindergarten-Eskalation. Innensenator Andi Grote und die Antifa treffen sich heute Abend um 19 Uhr in Sachen Pimmelgate in der Sandkiste Spielplatz Schanzenpark. Buckingham Palace, die Queen gibt auf ärztlichen Rat das Gin-Trinken auf. Ja, ganz ehrlich, wie will sie die Arschkrampenfamilie denn nüchtern ertragen? Überhitzter Wohnungsmarkt. Eichhörnchen zahlt 560.000 Euro für sanierungsbedürftige 40 Quadratzentimeter Baumhöhle in Eimsbüttel ohne Fahrstuhl. Das Wetter. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von Traumimmobilien von Schlingel und Unhold. Das war's von uns. Wir hören uns morgen wieder. Bleiben Sie doof. Wir sind's schon.